21 Pilots, Tear in My Heart. Hier kommt der E-Bass. A-Seite, 5. Bund. Das ist der Ton D. D-Seite, 4. Bund. Fis oder F-Sharp. Und D-Seite, 5. Bund. Der Ton G. Den ersten Ton spiele ich 3-mal. Den nächsten auch 3-mal. Den letzten Ton nur 2-mal. Das ist der Hauptpart des Verses. Jetzt kommt der Überleitungstakt in den Chorus. Da wechsle ich mit dem zweiten Finger auf die tiefe E-Seite am 5. Bund. Das ist der Ton A. Jetzt schlage ich einmal den 4. Ton auf der A-Seite an und rutsche in den 12. Bund hoch. Jetzt rutsche ich zurück und spiele mit dem Zeigefinger die E-Seite am 3. Bund. Jetzt nehme ich den kleinen Finger am 5. Bund. Erster Finger am 2. Bund. Ringfinger am 4. Bund. Kleiner Finger am 5. Bund. Dritten Finger am 5. Bund. Also die Töne. 3, 5, 2, 4, 5, 5. Jetzt zähle ich mit dazu. 3 und 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und hier nochmal. 3 und 1. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. Der nächste Teil ist das Interlude. Hier wechselt der Grundbeat von binär zu ternär. Man sagt zu ternär auch Swing oder Shuffle. Ich spiele euch das mal vor. Mein Hauptton ist der Ton D. Den findet ihr auf dem 5. Bund auf der A-Seite. Dann wechsle ich mit dem Zeigefinger, ebenfalls am 5. Bund auf der E-Seite, ab und bin sofort wieder auf der 5. Position auf der A-Seite. Dann geht der Zeigefinger auf die D-Seite zum 4. Bund. Dann kommt der Ringfinger am 5. Bund, sodass es wieder losgehen kann mit dem Mittelfinger auf dem 2. Bund. Töne wechseln sich immer ab. Ich beginne. 3 und 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 and 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Am Ende des Interludes kommt der Übergang wieder in den Verspart. Hier wechseln die Töne auf die tiefe A-Seite. 1, 2 und ich slide wieder hoch in die 12. Position und spiele die Töne 6-mal. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Der erste Ton
dieser Dreiergruppe spiele ich immer ein bisschen lauter, ich spiele einen kleinen Akzent. Ich spiele die letzten zwei Takte, bevor es in den Verspart geht. Und 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1. Gleich nochmal. Und. Und jetzt heißt Spiel mit dem Song. She's the terror.